Hallo zusammen, heute gibt es eine Beilage vom Smoker, die sich gewaschen hat. Und zwar gefüllte Paprika mit Jalapeno Popper Nacho Füllung. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr bei dem heutigen Beilagenvideo dabei seid, weil auf diese Beilage bin ich sehr stolz. Das ist nämlich eine Interpretation vom Jalapeno Popper. Dieser Jalapeno Popper ist im Prinzip eine halbierte Jalapeno, die dann mit einer Füllung aus Frischkäse oder Käse und Gewürzen, Salz, Pfeffer und Co. gefüllt wird. Dann kann man das mit Bacon umwickeln, muss man aber nicht. Man kann es auf jeden Fall grillen und es ist super, super lecker. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass es auch eigentlich eine geile Idee wäre, das mal in Paprika zu befüllen, weil diese normalen gefüllten Paprikaschoten, die finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Jetzt brauchen wir Käse. Jetzt könnt ihr hier einen Cheddar nehmen oder einen Gouda, was Würziges, was Altes, also einen alten Gouda, was immer ihr wollt. Und da machen wir Würfel draus. Die genauen Mengenangaben schreibe ich natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da mal reingucken. Die Videobeschreibung habe ich auch insgesamt etwas neu designt. Sind ein paar andere Sachen drin als vorher. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da ja mal reingucken. Dort findet ihr nämlich auch die Fanpages, die ich so habe. Instagram, Patreon und Facebook. Und wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr einfach auf den Link klicken und dann mir dort auf den anderen Seiten folgen. Der Inhalt unterscheidet sich immer so ein bisschen von dem, was wir hier auf YouTube machen. Das lohnt sich. Ganz neu im Übrigen auch, wenn ihr etwas enger in einen Kontakt mit mir kommen wollt, ein Discord-Server, den ich aufgemacht habe, wo wir über Barbecue-Themen reden können. So, aber jetzt nur wieder zurück zum Rezept. Dann brauchen wir 150 Gramm Frischkäse und unsere gewürfelten Käsestücke, unsere Chili, nach Möglichkeit etwas Salz und Pfeffer. Ich nehme hier Jack and Smoke und dann mischen wir das einmal durch. Das wird jetzt eher eine feste Masse, das ist auch gewollt. Das stellen wir dann erstmal für ein gutes Viertelstündchen bis 20 Minuten in den Kühlschrank und lassen das einmal so ein klein bisschen durchziehen. In der Zwischenzeit haben wir auch den Grill schon vorbereitet und dann gehen wir einfach mal raus. Nun kümmern wir uns zunächst einmal um die Paprika. Diese halbieren wir einfach in der Mitte und entfernen so ein bisschen den Strunk, aber halt so, dass wir das Ding am Ende noch füllen können, muss man wahrscheinlich so ein bisschen einschneiden, nicht dass uns der obere Teil komplett rausbricht und wir dann die Hälfte unserer Füllung auf dem Grill verlieren. Dann können wir noch so ein bisschen das Innenleben sauber machen und die weißen Häutchen da rausnehmen und dann ist unsere Paprika auch schon fertig, um auf dem Grill etwas vorzuräuchern. Das ist einmal die rote Version, das Ganze machen wir dann auch nochmal mit einer grünen, halbieren, kurz oben einschneiden, den Strunk entfernen. Die Häutchen entfernen, zack, und dann war es das auch schon. So, wir haben jetzt unser Broiling Keck vorbereitet, indirekte Hitze, 110 Grad, ordentlich Holzrauch mit Kirschchunks und jetzt räuchern wir unsere Paprika mal so 20 Minuten vorweg. Jetzt passiert eigentlich was ganz Spannendes, aber das zeige ich euch gleich. In der Zwischenzeit, wo diese 20 Minuten vergehen, kümmern wir uns um unsere Füllung weiter. Wir beginnen erstmal mit einem ordentlichen Schluck Olivenöl. In dem Fall ist das hier so ein aromatisiertes Olivenöl und da ist etwas von dem Wacholder, ist es glaube ich, mit reingeflogen. Das habe ich natürlich noch gerade eben rausgenommen. Und dann geben wir, und das ist halt neu bei der Idee und der Interpretation hier, geben wir einen ordentlichen Schwung Nachos mit in die Füllung. Ich persönlich stehe total auf Nachos und die geben halt so einen gewissen Crunch. Das finde ich eigentlich ganz geil. Man kann jetzt nicht ganz verhindern, dass die Nachos natürlich ein bisschen weich werden. Die saugen etwas von der Flüssigkeit auf, von dem Frischkäse und haben natürlich nicht mehr den ganzen Crunch, den sie haben, aber geben natürlich trotzdem einen coolen Geschmack an diese Füllung ab. Und um genau noch mehr Flüssigkeit in der Füllung zu vermeiden, haben wir die halben Paprikas vorab etwas geräuchert, weil ihr seht jetzt, dass sich etwas
von der Flüssigkeit in den Paprikas sammelt. Und das wollen wir nicht in Erfüllung haben. Und deshalb leeren wir die kurz einmal, ehe wir dann die Füllung in unsere halbierten Paprikas geben. Und genau das machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt hier die Füllung und pressen die so ein bisschen in unsere Paprika. Man muss jetzt gucken, die ist natürlich jetzt ein bisschen weicher geworden, dass wir sie nicht kaputt machen an der Stelle. Aber ihr seht, mit etwas Fingerspitzengefühl klappt das ganz hervorragend. Man hat jetzt auch insgesamt keine besonders lange Garzeit mehr. Es reicht also, wenn man das Ganze nochmal 20 Minütchen oder sowas auf den Grill macht, damit der Käse etwas schmelzen kann. Der Broiling Keg steht immer noch auf 110 Grad, immer noch mit Raucharoma versehen. Und jetzt grillen wir die Paprikas nochmal fertig. Wie gesagt, nochmal 20-25 Minuten. Ihr werdet es sehen, wenn es fertig ist, wenn es obendrauf schön verlaufen ist und wenn es ein schönes Aroma hat und die Paprika dementsprechend weich genug sind, dann könnt ihr das Ganze runternehmen. Falls ihr keinen Plan davon habt, wie man einen Broiling auf die Temperatur einregelt, dann empfehle ich euch ein Video meiner Playlist, was genau das erläutert. Und dann ist das nämlich kein Problem mehr. So, und ihr seht das jetzt, genau so muss das aussehen. Der Käse ist so leicht verlaufen und die Paprika ist richtig schön weich und geil, geil, geil. Also ich finde es großartig. Bin gespannt, was ihr in den Kommentaren zu dieser Beilagenidee sagt. Das ist auf jeden Fall heiß gewesen. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Hinterlasst mir doch auch einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch nicht Abonnent von 0 auf 15 Barbecue seid, könnt ihr das jetzt nachholen, indem ihr links oben auf das Logo klickt. Ihr verpasst so keine Folge mehr. Und nächsten Donnerstag geht es weiter mit einem sensationellen Video. Das verspreche ich. Noch die letzten Close-Ups auf diese geile Beilage. Wie gesagt, ich finde es richtig geil. Ich probiere das jetzt auch mal. Würde mich freuen, wenn wir uns auf meinen Social Media Kanälen auch mal treffen. Facebook, Instagram und Patreon. Die Links unten in der Videobeschreibung. Der besagte Discord-Server gerne für die, die mal was nachgegrillt haben und wollen mir ein Foto zur Verfügung stellen oder auch sonst nur einfach so mit mir quatschen. Funktioniert hervorragend dort. Ja, dann nochmal danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.